Jo Leute, wir sind wieder zurück mit dem W2K23 Universe Mode und wir sind endlich am Start mit dem Summer Slam und den mache ich nicht alleine, der ist mit Marvin wieder am Start. Moin. Moin. Und dem OC, der Opening Contest vom Summer Slam. OC gegen Judgment Day. Und ich würde auch sagen, wenn der OC hier wirklich schaffen sollte zu gewinnen, müsste da eigentlich eine Raw Championship, Tag Team Championship Opportunity dabei rausspringen. Ja. Aber sie haben ja vermeintlich den stärksten Wrestler nicht in ihrem Tag Team, sondern als Main Eventer oder als Einzelnen. Ja, den AJ, ja klar. Die Good Brothers machen dann eher ihr Tag Team Shit, das stimmt schon, aber trotzdem. Ja. Nicht zu unterschätzen. Lasst auf jeden Fall gerne ein Like da, falls ihr gehypt seid, auf den SummerSlam, auf die gesamte Matchcard. Gibt ziemlich wilde Matches und wir werden heute den ersten World Heavyweight Champion krönen. Aber wir warten jetzt erstmal auf die Raw Tag Team Champions. And their opponents at a combined weight of 639 pounds. Finn Balor, Damian Priest. Ja moin, haben sich entschieden, nicht ihre düstere Entrance rauszuholen. Warum auch immer, die drei Mein Business anscheinend heute Abend kommen direkt zum Ring. Und dann würde ich mal sagen, gucken wir uns mal eine wilde Schlägerei an. Das Ganze ist auch Tornado Tag, also nichts mit langweiligen Tag-Team-Regeln hier. Ring the bell, 3-on-3 Mayhem zum Opening vom SummerSlam. Ihr seid mittendrin. Ja. Der Judgment Day und OC, nachdem sich Finn Balor und AJ Styles ja schon die letzten Wochen und Monate bekriegt haben. Als ehemalige Freunde, ja. Ja, Bullet Club, natürlich ein Faktor, den man nicht unterschätzen darf. Wobei auch viele vom Judgment Day gar nichts mit dem Bullet Club an sich zu tun hatten. Schöner Splash da von Balor gegen Anderson. Jetzt kommt der Gallows, oh Gott. Ja, der eine gute Bruder hilft dem anderen. Clothesline von Priest und Dominic Mysterio auch am Start. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich mal einen Tag Team Champion Dominic Mysterio sehe. Hat man nicht mit gerechnet, ja. Big Boot. Oh, und da ist ein fliegender Carl Anderson unterwegs. Und Pele Kick. Ja, der gute Brother bleibt stehen. Findet sich aber dann in der Corner wieder. Das Ganze ist auch First Fall to Victory. Also nur ein Pin, eine Submission wird hier gebraucht, um das Match für sich zu entscheiden. Schöner Snap Suplex da. Und jetzt hat der OC Judgment Day Member Damian Priest alleine im Ring, wobei sich das Ganze jetzt schon wieder geändert hat. Und der Ring voll ist mit lilanen bzw. roten Figuren, die sich hier einfach komplett auf die 12 kloppen. Ich weiß auch gar nicht, ob man so einen klaren Favoriten in dem Match ausmachen kann. Kommt, glaube ich, vieles auf Tagesform an. Shotgun Dropkick von Carl Anderson. Aber gleich irgendwie drei Leute, die sich da auf den Pin voll stürzen. Ja. Damian Priest räumt schon mal den Kommentatoren natürlich auf. Oh, 1916 von Balor. Und der kommt, soll der? Oder kommt aber der Pin-Besuch? Von Priest, aber aufgelöst. Balor ist jetzt ein bisschen gestunt außerhalb des Rings, da kommt eine phenomenale Form oder sowas in der Art von AJ Styles da draußen geflogen. Na, Balor wird ein bisschen benommen und jetzt kriegt er nochmal einen. Calf Crusher außerhalb des Rings spielt absolut keine Rolle hier, ist einfach nur dazu da, um irgendwie ein bisschen Schaden zu machen. Balor befreit sich und Gallows in der Situation mit dem Cover gegen Damian Priest, aber es ist nur ein Two-Count.
Und da kommt er und findet einer. Oh, Good Brother Slam von Luke Gallows. Aber wird direkt unterbrochen von Damian Priest. Und jetzt oh, Face First. Und da ist der Phenomenal Forearm. Der geht aber komplett ins Leere. Und es tritt AJ Styles auf den Ring, damit er nicht ziehen kann. Ja, ist auch eine Taktik, würde ich mal sagen. Nicht unbedingt sehr freundlich. Kann aber man machen. Hat ihren Quell erfüllt. Auf jeden Fall. Aber das Problem ist, jetzt sind der OC ist natürlich jetzt selber im Nachteil. Kann kein Cover hier setzen oder keine Submission zählen lassen. AJ geht für die nächste Submission gegen Finn Balor. Aber da kommt Damien. Double Schwip. Geht gut. Middle Rope Splash von AJ gegen Balor. Und Balor wehrt sich. Knee Strike. Oh, Clothesline vom Good Brother. Oh, nächster. Phenomenal Vorhaben geht auch nicht durch. 619 Versuch, geht aber auch nicht durch. Es ist viel los in dem Match. Das merkt man auch. Wenig Platz zu agieren. Clothesline und nächster Calf Crusher Versuch von AJ Styles. Will jetzt, ich glaube, hat so ein bisschen Dominic Mysterio als schwaches Glied ausgemacht und will den da so ein bisschen drangsalieren mit der Submission. Funktioniert aber nicht ganz. Und Carl Anderson macht sich dann draußen gegen Finn Balor an die Arbeit. Funktioniert aber nicht ganz. Jemanden, der so erfahren ist wie Finn Balor, da erstmal und in den Nachteil zu stürzen. 1916. Oh, und South of Heaven. Unten Enzugiri ins Nichts. Den Vorarm. Kick to the gut. Und Enzugiri. Oh, da ist der Brainbuster und AJ wurde aus dem Ring geschmissen. Der lauert da immer im Apron. Ich will seinen phenomenalen Vorhaben machen. Also es ist genauso unklar wie vorher gefühlt. Kein klarer Moment schon wieder in der nächste phenomenalen Vorhaben, der daneben geht. Und der Judgment Day gewinnt. Holt sich den Sieg am Ende. Gegen den OC. Ja, am Ende muss man sagen, haben die Tag Team Champions bewiesen, mit ihnen ist nicht zu spaßen. Und der OC hat das Nachsehen, kriegt keine Chance auf die Raw Tag Team Championships. Aber wer weiß, vielleicht geht es ja in der Zukunft weiter bei Monday Night Raw. Wir gucken jetzt erstmal aufs zweite Match vom SummerSlam. Match Nummer 2 am Start. Und wie Mike Rom euch jetzt gleich mitteilen wird, es ist ein Championship Match. Und das Krasse ist, wir haben nur noch Championship-Matches am Start. United States Championship on the line. Und Him versucht, den guten Austin Theory mit seinen eigenen Waffen zu schlagen und war damit in den letzten Wochen bei Raw ziemlich erfolgreich. Und jetzt will er auf der großen Stage, auf der großen Bühne klar machen, dass er der Größte ist und der zukünftige United States Champion. Genau, kann man heißen. Frisch vom Draft rübergekommen zu Raw und hat direkt einen Impact gemacht. Warten wir auf den Champion. A-Town down. A-Town down. Austin Theory. Nervig wie eh und je. Mit seinem Smartphone in der Hand. Ja. Mal gucken, ob er von Kamel heute auch ein Foto machen kann, nachdem er ihn gleich besiegt hat oder auch nicht. Ja, wobei Theory ja zumindest so was dieses Selfie machen sich ja ein bisschen umgewöhnt hat. Versucht ja jetzt eher mit seinen dreckigen Taktiken im Ring, zum Beispiel da gegen John Cena, zu bestehen. Und seine, naja, seine Championship Reign, seine Legacy zu erweitern um jeden Preis. Ich bin nicht sicher, was Carmelo Hayes dagegen zu setzen hat. Aber wenn wir eins in den letzten Monaten gesehen haben, ist, unbesiegbar ist er nicht. Spätestens seit Johnny Gargano wissen wir das.
Okay, alle sind bereit. Ref, ring the bell. Let's go. Und Carmelo Hayes versucht direkt mal hier einfach mal ins Gesicht zu kloppen. Schöner Knee Strike von Hayes. Und noch einer hinterher. Und Austin Theory goes down. Oh, wow, nicht mal ein One Count. Holy shit, Theory. Da war jemand im Gym. Schöner Snap Suplex. Direkt das nächste Cover von Hayes. Und diesmal ist es ein One Count. Mat Slam. Und Hayes geht. Oh no! In die Seile. Versucht direkt zu capitalisieren, aber. Ja. Austin Theory für sein junges Alter, muss man ihm wirklich lassen, hat eine Menge Erfahrung gesammelt mittlerweile. Und zeigt es. Oh Gott, was für ein Elbow Strike. Haut direkt erstmal Carmelo Hayes komplett von den Socken. Nächster Elbow. Direkt ins Cover gegen Hayes. Der geht für das Rope Break, aber der Ref sieht's nicht. Und kickt dann auch in allerletzter Sekunde aus. Das hätte auch in die Hose gehen können. Aber sowas von. Die Powerbomb, die geht in die Hose. Oder auf die Hose. Wohin auch immer, jedenfalls auf den Rücken. Und Theory zeigt gerade, warum er United States Champion ist. Carmelo Hayes rollt sich ja mehr aus Instinkt. Ein bisschen benommen aus dem Ring. Kommt jetzt langsam wieder dazu. Hüpft dynamisch über die Top Rope und will angreifen und... Ja, ey, diese Austin Theory, ne? Carmelo Hayes motiviert sich selber, kriegt aber einen heftigen Beißer. Da kommt natürlich Theory wieder rein. Ja, ey. Wie man ihn kennt. Nutzt jeden kleinen dreckigen Trick im Buch. Aber man muss ihm halt auch lassen, es hat ihm Erfolg gebracht. Aber so dann diese ganze Arroganz dazu, dieses ganze Smack-Talking, was er bestreibt. Schöner Konter von Carmelo Hayes. Geht für sein eigenes Manöver. Wieder der Konter und der Bicycle-Kick. Und Theory schafft's, die Schnelligkeit und die Explosivität von Carmelo Hayes hier komplett zu unterdrücken. Alter, diese Elbow-Strikes, ne? Die sind einfach extremst hart. Ich weiß nicht, solltet ihr mal... Vielleicht nicht zu Hause probieren, aber so ein Ellbogen im Gesicht, der tut echt verdammt weh. Beide mit derselben Idee, aber der weiße Kick von Austin Theory zeigt dann am Ende, dass er stärker ist. Und Theory grabt sich jetzt den Steel Chair und wir wissen alle, Theory ist bereit, sich hier disqualifizieren zu lassen, wenn es um seine Championship geht. Aber Carmelo Hayes sagt ihm, ja dann komm doch, ich bin ready, lass den dummen Chair draußen. Da gehen die Beine und direkt liegt Carmelo Hayes wieder auf dem Boden. Face first. Auf der Matte. Schöner Dropkick hinterher. Und jetzt gibt es eine seltene Side, nämlich ein Top Rope Maneuver von Theory. Der sagt, die Sache hier ist vorbei. Wir vielleicht für den Finisher. Oh mein Gott, ein Elbow Strike ins Gesicht von Carmelo Hayes. Und jetzt gibt es den Brainbuster aufs Knie gegen Hayes und er ist komplett von der Rolle. Oh no, nicht jetzt schon. A-Town down! LOL? Trick Williams von NXT, was macht Trick Williams hier? Und jetzt gibt es da die Auseinandersetzung ausgewichen. Wir müssen hier wirklich aufpassen, dass es hier nicht die DQ gibt. Für Carmelo Hayes. Austin Theory geht da jetzt hinterher und Carmelo Hayes kommt auch. Und weicht aus. Oh Gott! Auf den Floor mit dem DDT. Neckbreaker hinterher. Und ich befürchte, diese Distraction hat hier komplett den Unterschied gemacht. Carmelo Hayes greift jetzt an, kriegt aber wieder die Elbow Strikes von Austin Theory. Und Austin Theory entgegen ja, der gewöhnlichen Art von ihm tut alles, um wieder zurück in den Ring zu kommen. Ich hätte gedacht, Austin Theory würde hier auf jeden Fall den Countout mitnehmen. Carmelo Hayes kommt jetzt an. Oh Gott, was für ein Move. Oh, da kommt der Superkick. Und Carmelo Hayes versucht hier zu capitalisieren, aber das Problem ist, der Ref ist down. Oh, gegen das Bein.
Also die beiden hier, das sind die größten Smack-Talker in the game, das merkt man schon. The Theory holt jetzt den Ref wieder auf die Beine. Und slappt den einmal. Und die Clothesline geht aber daneben. Dropkick, connected, Knee Strike hinterher. Und Carmelo Hayes versucht hier alles, um die United States Championship zu holen. Ausgewichen, nächster Superkick gegen Austin Theory. Und der ist komplett überwältigt gerade. Carmelo Hayes wartet auf der Top Rope. Ich befürchte, ich weiß, was kommt. Nothing but net. Leg Drop gegen Theory. One, two, three. Wir haben den neuen United States Champion. Und Carmelo Hayes? Alter. Der aber schon ordentlich ein. Also, ordentlich eingesteckt ist ja ein Understatement. Guckt euch den Mann an. Der wurde ordentlich zugesetzt. Oder der wurde ordentlich zugesetzt. Hat's aber geschafft. Wenn auch natürlich mit der Hilfe von Trick Williams. Aber geschafft ist geschafft, würde ich mal sagen. Ja. Austin Fury hätte wahrscheinlich dasselbe getan. Ja, definitiv. Nächstes Match beim SummerSlam und wie ich schon angekündigt habe, wir haben nur noch Championship-Matches. Und jetzt haben wir unser obligatorisches, okay, die Musik passt eigentlich gar nicht dazu, unser obligatorisches Hardcore-Championship-Match. Da darf natürlich ein Mann nicht fehlen. Der Crazy Zar, Ilja Dragunov. Mit einer wilden Musik. Und bricht sich vor dem Kampf erstmal beide Hände. Würde es bei dem Mann nicht wundern, wenn er noch einen Kopfnuss verteilt gegen den Boden. Es ist natürlich Falls Count Anywhere, es ist Hardcore, Anything Goes. Alles ist erlaubt. What? Verhöre ich mich hier gerade? Ich glaube nicht. Oh my God, Braun Strowman is back. Alter, der arme Dijak, ne? Was macht Braun Strowman hier? Der kriegt alle Hände voll zu tun. Ich meine, Ilja Dragunov ist ja schon hart, aber dann auch Strowman dazu. Bitte was? Oh! Und die nächste Überraschung. Ja, für deine sieht es nicht so gut aus. Fatal 4-Way. Und da ist Braun Breaker von NXT hochgekommen. Zu Raw. Und ich sag mal so, Power haben wir nicht zu wenig in dem Match. Strowman und Breaker. Ich hoffe, der Ring bleibt stehen. Aber jetzt ist es Zeit, für den Hardcore Champion rauszukommen. Ja, da, Jack. Der wird natürlich wieder alles tun, um seinen schon ziemlich langen Title Run zu halten. Und ich sag mal so, der Mann ist es natürlich auch gewohnt, dass alle Chancen gegen ihn stehen. Aber Breaker, Dragunov und Strowman. Oh. Autsch. Das muss er erstmal schaffen. Hardcore Championship. Und die Crowd chantet Sami Zayn. Wahrscheinlich wird die Crowd hier Sami Zayn sehen. Aber wir konzentrieren uns auf die Leute, die im Ring stehen, denn sie sind tough genug.
Wer ist dein Favorit für das Match? Boah, keine Ahnung. Braun Strowman ist stark. Dijak will den Titel auf jeden Fall um jeden Preis verteidigen. Ja, und so ein bisschen die, ja, unvorhergesehene Variable in dem Match hier ist für mich Braun Breaker. Einfach nur, weil der jetzt schon vor einer Weile gedraftet worden ist, aber irgendwie nicht aufgetaucht ist. Und jetzt ist er da und jetzt ist er direkt beim SummerSlam und Championship Match. Ja, ich glaube, Braun Strowman blutet schon. Wirklich? Jetzt schon? Ja. Was ja, zur Hölle? Die Ringrost war wahrscheinlich doch zu viel. Ja, ich meine, über die Jahre baust du halt auch so ein gewisses... Scar Tissue. Ich weiß gar nicht... Oh, Clothesline über die Top. Ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch nennt. So vernarbtes Gewebe halt einfach, was schnell anfängt zu bluten. No. Alter, Strowman räumt schon direkt auf. Den interessiert es nicht, ob der blutet oder nicht. Ich glaube, das macht ihn noch saurer oder noch aggressiver. Ja, wie so ein Wegen. Wilder Stier oder sowas. Jetzt pulle ich, jetzt gleich pulle die alle auch. Ja, genau so ungefähr. Oh, Military Presslap. Und ich hab's gesagt, die Power ist nicht zu unterschätzen von Breaker und Strowman. Beide gehen hier voll und ganz auf ihr Power-Game. Jetzt rollt sich Dijak raus. Aber das ist in diesem Match wahrscheinlich nicht ja, das Beste. Nicht unbedingt, ne? Ich meine, also draußen ist es natürlich viel gefährlicher als drinnen, würde ich mal sagen. Du kannst viel mehr Schaden absorbieren. Und Breaker geht zur Crowd und quatscht ein bisschen mit denen. Und Dragunov ist auch hyped up und ich befürchte, jetzt wird es hier einfach nur noch auf die Fresse geben. Das geht um die Hardcore Championship, also. Ja, auf jeden. Das muss mir sonst schon so aussehen wie Strowman. Baseball-Bat jetzt für Braun Breaker gegen den verrückten Zahn aus Moskau. Aber der antwortet einfach mit der Clothesline und haut den Baseball-Bat aus der Hand von Braun Breaker. Im Ring Dijak wehrt sich mit allen Mitteln gegen Strowman. Aber der ist natürlich auch ausgeruht, topfit und lacht einfach nur. In den Ring geht es dagegen Dragunov. Oder für Dragunov, besser gesagt. Oh, jetzt gibt es noch. Was gibt es denn da jetzt? Oh, Running Power Slam Time für Dijak. Aber Breaker kommt und rettet das Match für sich. Rechte Hand gegen Strowman. Noch eine hinterher. Was hat Breaker hier mit Strowman vor? Elbow Strikes. Und nochmal. Oh, da kommt Dragunov von hinten angerannt. Er hat die Gunst der Stunde für sich genutzt. Oh, Breaker will für seinen Finishing-Move gegen Strowman gehen. Ist der Mann denn gestört, so einen riesigen Menschen da hochzuheben? Ich meine, Breaker ist zwar sehr stark, aber jetzt auch nicht unbedingt riesengroß. Ja. Oh. Nächste rechte Hand von Braun Breaker. Und gerade hat sich das Feld so ein kleines bisschen gelichtet, sage ich mal. Alter, Braun Strowman geht da komplett ham mit dem Baseball-Bat. Da kommt noch der Candlestick an. Aber The Monster Among Men interessiert sich dafür nicht. Und da ist der Braun Breaker auf der Top Rope. Splash! Ins Cover, aber der Baseball-Bat dient als Methode. Und jetzt gibt es hier einfach nur auf die 12. Strowman räumt das Feld komplett von hinten auf und krempelt alles hier auf links. Aber Dragunov wehrt sich gegen den Riesen, verteilt auch ein bisschen Baseball-Bat. Cover jetzt von Dijak, dem verteidigenden Champion. Endet aber in einem Break-Up. Chokeslam von Dijak. Nein, Konter von Breaker. Dragunov ist hyped up. Oh, gegen den Ringpost geht es da für den verteidigenden Champion. Der verrückte Zar aus Moskau versucht alles, um hier irgendwie Match zu bleiben. Irish Whip und die Senten hinterher gegen den Rücken von Braun Breaker.
Und Dragunov schreit Breaker nur ins Gesicht. Der antwortet mit einem Knee Strike. Rechte Hand. Headbutt. Irish Whip gegen die Barricade und gegen den Announcers Table. Da gibt es die so ein bisschen heimtückische Attacke von Ilja Dragunov. Und was macht da hinten? Strowman. Strowman ist auf der Top Rope. Was zur Hölle? Braun Strowman geht fliegen. Und kriegt das mal im Baseball ab. Ja, es ist halt so die Mischung aus Hardcore und Craziness. Spear von Braun Breaker. One count, bitte was? Und das ist Braun Strowman, der. Der ist krass. Breaker geht schon wieder für seinen Finisher, wieder ausgekontert, diesmal von Dragunov. Chop jetzt. Konter. Und wieder versucht Breaker und diesmal kriegt er es hin. Military Press in den Power Slam. Oh, da kommt einfach so ein riesiger Strowman um die Ecke und gibt dir einfach auf die Fresse. Oh Gott. Dominator auf die harte Außenseite und Strowman freut sich. Und Dijak ist mal rein. Ja, der nimmt sich da den Stuhl wieder. Und Strowman, ja, bietet Braun Breaker fast schon so ein bisschen als Friedensangebote an, als Opferlamm. Dijak mit dem Steel Chair, Konter von Breaker. Shoulder Tackle. Und Standing Moonsault, bitte was? Alter, und holy shit. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade gesehen habt, aber irgendwie 3-4 Elbow Strikes von Dragunov gegen Strowman. Und da geht auf mein Headbutt ab. Das, ich glaube, das lässt Strowman nicht so einfach mit sich machen. Nee, Alter, also das ist einfach nur komplett gestört. Strowman mit dem Irish Whip gegen Dragunov. Cover im Ring, Two Count und Running Power Slam von Strowman außerhalb. Und nochmal. Bitte was? Running Power Slam Nummer 2. Cover von Braun Strowman um die Hardcore Championship. Two Count, 3. That's it. Wir haben einen neuen Hardcore Champion. Dijak verliert sie. Nach langer Zeit dann doch. Aber Dijak war auch irgendwie verwirrt. Kostet sogar aus dem Ring. Braun Strowman gewinnt. Alter, was für ein brutales Match einfach nur. Wir sehen es an Strowman. Ja, Strowman war nach den ersten. Genau. Strowman war nach den ersten, weiß ich nicht, 3-4 Aktionen von Dragunov verletzt. Ja, Dragunov ist auch so ein kranker Kandidat. Wir machen weiter mit dem nächsten Match des Abends. Letztes Match für die erste Folge vom W2K23 Universe Mode SummerSlam und wir haben unser SmackDown Tag Team Championship Match. Shush, please. Von der Alpha Academy. Ja. Thank you. Otis und Chad Gable haben sich ihre SmackDown Tag Team Championship Opportunity letzte Woche bei SmackDown verdient. Ja. Und wenn die beiden gut zusammenarbeiten, können das gewinnen, ja. Sehe ich eine Chance gegen die Usos. Allerdings wird es hart. Also ich würde schon behaupten, die Alpha Academy braucht ihren besten Tag und die Usos ihren schlechtesten. Aber thank you! Eine Chance besteht immer. Und wir warten auf die Ones, auf die Champions. Die Usos. Und die Usos wollen natürlich ein paar neue Mitglieder im Uso Penitentiary. Und da bietet sich die Alpha Academy natürlich gut an. Ja. Sind getrennt worden von ihrem Tribal Chief von Roman Reigns zu SmackDown. Aber trotzdem sind sie strong und sind am Start. Und wollen ihre SmackDown Titles verteidigen. Gegen die Alpha Academy. Naja, dann schauen wir mal, dass das Match gestartet wird. Der Ref. Digga, was? Die Nexus kommt auch überall rein, oder? Ohne Witz?
Was zur Hölle? Was machen die beiden hier? JD McDonagh und Madcap Moss. Haben die sich hier einfach eine Championship Opportunity ercheatet? Oh Gott, okay, das ändert das Match natürlich komplett. Ja. Triple Threat Tag Team Match. Da kann alles passieren. What the hell? Na dann, ich glaube, die Referee wird wahrscheinlich ein bisschen überfordert sein mit dem Chaos, was jetzt stattfinden wird. Aber whatever, wir sind underway. Und es geht halt direkt schon komplett wild los. Power Slam von Chad Gable gegen Madcap Moss. Und da ist JD McDonagh, der mit einem Moonsault angeflogen kommt gegen einen der Usos, gegen Jimmy. Also ich bin gerade ehrlich gesagt ein bisschen sprachlos. Was zur Hölle macht Nexus hier? Die müssen ja irgendwie Kontakte echt nach oben haben. Ja, dass wir überall drin sind. Die besten Matches oder wichtigsten Matches. Ja, kriegen irgendwie Chance nach Chance nach Chance. Sind bis jetzt auch noch ungeschlagen, muss man dazu sagen. Dropkick von JD McDonagh wird gekontert, aber Madcap Moss steht für seinen Tag Team Banner ein. Rechte Hand. Und jetzt kommt der Pin-Versuch. Cover von Otis. Otis. Wie Maxine Dupri sagen würde. Aber dazu würde Chad Gable dann wahrscheinlich eine Tschüss, please sagen. Schwirrt jetzt gegen Jimmy Uso und der findet sich auf dem Boden der Tatsachen wieder. Und JD McDonagh mit dem Apron Moonsault. Und Otis ist. Otis kriegt den Samoan Drop von Jay ab. Und Jay will für den Finishing Move gehen. Aber da kommt JD McDonagh und auf einmal holt den Uso von der Top Rope Elbow Strike und geht fürs Cover gegen Otis. Two Count Kick Out. Alles noch entspannt. Aber da zeigt der Nexus schon wieder so ein bisschen so die Cleverness, die die haben, die Kerle. Extremst gut ausgebildet. Super Kick von Jimmy gegen JD McDonagh. Konter aber. Und dann der Jawbreaker hinterher. Da draußen geht es zur Sache mit dem Baseball Bat. Mir war gar nicht bewusst, dass das Ganze hier No-DQ ist. Aber okay. Sind da drei Leute. Oder drei Teams, besser gesagt. Ja, stimmt. Wen willst du disqualifizieren? Macht schon Sinn. Das sind ja normale Triple Threat Rules. Oh, oh, da gibt's... Alter! Ja. Man hört einfach nur Bam, Bum, Bam. Cover jetzt von Jimmy, aber die Alpha Academy hält zusammen. Und JD McDonagh wartet auf seine... Kommt dann angeflogen! Der Gable kommt auch angeflogen. Ausgewichen aber von JD McDonagh. Der Ref ist ein bisschen. Ja, die ist ein bisschen eingeklemmt in der Ecke von Chad Gable mit seiner ganzen männlichen Männlichkeit. Und ich weiß nicht, ob du es gerade gesehen hast, aber JD McDonagh hat Chad Gable wirklich auf den Fuß getreten. Das ist halt die Taktik. Tactics von. Alter, alle fliegen einfach an. Punch jetzt. Nächster Punch. What? Was für ein Kick? Fast schon Trouble in Paradise mäßig. Von JD McDonagh, aber Chad Gable rettet den Jay Uso da so ein bisschen. Irish Whip jetzt. Will wahrscheinlich hier selber für die Alpha Academy capitalizen. Schafft es auch. Cover. What? Nicht mal One Count. JD McDonagh mit dem nächsten Axe-Handle. Irish Whip von Otis. Nächster Irish Whip in die Corner. Kommt dann angerannt, wird aber geschlagen von Madcap Moss. Der rettet seinen Tag-Team-Partner hier. DDT in den Neckbreaker. Dropkick, Konter von JD McDonagh. Und jetzt sind die Usos hier am Start. Neckbreaker. Rechte Hand. JD McDonagh hat jetzt Jimmy Uso in die Seile
German Suplex. One und die Save von Chad Gable. Und Samoan Drop. Samoan Drop, Roll Up. Roll Up. One Count. Und Jay will für den Samoan Splash gehen, schafft's auch, aber der Nexus versucht zusammenzustehen. Der Nexus? Der Nexus versucht zusammenzustehen und zwar immer. Entweder du bist mit uns oder du bist gegen uns. Neckbreaker. Konter von Jay Uso. Armlock jetzt von JD McDonagh. Extrem technischer Wrestler, der Mann. Superkick. Nächster Konter. Diesmal von JD McDonagh. Und der will für einen ins Calling gehen. Und er kommt auch noch durch. Ich weiß nicht, was da hinten gerade abgeht. Two. Und Otis. Otis rettet das Match. Oh. Der steht da so daneben, als würde er sagen, ja. Oh, warte nächstes nur Islands drauf, Calling von JD McDonagh. Aber der Save von Jay hat sich rechtzeitig erholt. Was macht JD McDonagh da? Oh, Storm! Fast schon Finn Balor-mäßig. Coup de Grace Attempt. Jetzt geht's Jay im Ring wieder an den Kragen. Was macht JD? Oh, und so, es geht komplett daneben. Kick gegen den Bauch. Jetzt passen die Usos aber nicht auf. Und jetzt gibt es den Roll-Up-Versuch von JD McDonagh, aber unterbrochen von Jimmy in dem Fall. Was macht jetzt Jay draußen? Mit Otis? Otis? Oh no. Was ist da am Start? Cover von JD McDonagh. Kick out. Oh my God! Was macht Jay Uso mit dem Otis? Otis einfach komplett lost. Und erst ein Cover im Ring nach Islands Calling und der Save-Up von Chad Gable. Northern Light Suplex. Otis ist komplett klinisch tot quasi. Und da gibt's den Bear Hug. Und geht nochmal ein Uso-Splash hinterher. Uso-Splash, Bear Hug immer noch drin, aber Chad Gable kann sich draus befreien. Ich habe immer noch keine Ahnung, wer dieses Match gewinnen sollte. Jetzt vielleicht die Usos. Aber safe, Alter. Aber Otis wäre ja sowas von weg gewesen. Elbow. Man, das sieht so aus wie Ilja, gleich noch gegen Braun Strowman. Ja, auf jeden. Kompletten Mayhem in unserem Main Event vom ersten. Von der ersten Nacht vorm SummerSlam. Schönes Manöver da von Otis. Nicht von Otis, von... What? Von Madcap Moss? Und der Nexus gewinnt ein Match, in dem man nicht mal drin war. Und ist neuer Titelträger. Kann mich mal jemand kneifen? Was zur Hölle sehen meine Augen? Ich hab keine Ahnung. Also da wird noch einiges zu besprechen sein. Wie zur Hölle hat der Nexus geschafft, in dieses Match reinzukommen? Ich habe keine Ahnung. Was ich jedenfalls weiß, ist, dass das erste Video vom SummerSlam in 2K23 Universe Mode war. Lasst gerne ein Like da, falls es euch gefallen hat. Lasst ein Abo da, falls ihr neu seid. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut und ciao!